Putin würde die Neutralität der Ukraine als Erlaubnis nehmen, während geheime und nicht ganz so geheime Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew inmitten heftiger Kämpfe fortgesetzt werden, ist die Neutralität der Ukraine wieder als Wladimir Putins wichtigste Bedingung für die Beendigung des von ihm begonnenen Krieges aufgetaucht. Der angebliche Mangel an Neutralität der Ukrainer, das heißt ihre Ablehnung pro-moskauischer Herrscher und ihre Neigung zum Westen, war die Entschuldigung des russischen Präsidenten für die Invasion. Da der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der Forderung des Kremls unter Vorbehalt zugestimmt hat, wird die Finnlandisierung der Ukraine kurzfristig wieder als mögliche Lösung ins Gespräch kommen, eine Lösung, die der Westen als zufriedenstellende Lösung für die aktuelle Krise akzeptieren könnte, Grund genug, die Sanktionen gegen Russland endlich aufzuheben. Aber Sanktionen unter diesen Umständen fallen zu lassen, wäre ein kostspieliger Fehler. Im Gegensatz zu den Regeln der Sowjetunion für Finnland während des Kalten Krieges werden Putins Bedingungen für die Einstellung der Feindseligkeiten nicht mit der Neutralität der Ukraine enden. Dina Kapeva. Putin folgt nur dem Handbuch. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlaubte Moskau Finnland, seine Demokratie und Marktwirtschaft nach westlichem Muster beizubehalten, im Austausch für ein implizites, aber unantastbares Versprechen, der NATO oder westlichen wirtschaftlichen und politischen Gremien nicht beizutreten. Nicht zufällig trat Finnland der Europäischen Union erst nach dem Fall der Sowjetunion bei. Aber die Beziehungen zwischen Finnland und der Sowjetunion während des Kalten Krieges unterschieden sich enorm von denen zwischen der Ukraine und Putins Russland heute. Die Ukraine ist für Russland unermesslich wichtiger als Finnland für die Sowjetunion. Sie ist sowohl für die nationale Identität Russlands als auch für die politischen Imperative des Überlebens des Putin-Regimes von zentraler Bedeutung. Helsinki ist nicht Kiew, als das Putin gepriesen hat, der Geburtsort des russischen Christentums und die Mutter der russischen Städte. Die Ukrainer seien dasselbe Volk wie die Russen, behauptet Putin. Sie seien vereint, erklärte er in einem langen Aufsatz, der im letzten Sommer veröffentlicht wurde, durch die gleiche Sprache und die gleichen wirtschaftlichen Bindungen und vor allem durch den orthodoxen Glauben. Die Sowjetunion sah ihre finnischen Nachbarn nicht auf die gleiche Weise. Am kritischsten ist, dass eine demokratische, politisch stabile, wirtschaftlich dynamische und westlich orientierte Ukraine eine existenzielle Bedrohung für Putins stagnierende militarisierte Diktatur darstellt. Warum, werden die Russen früher oder später unweigerlich fragen, sind unsere Brüder im Südwesten frei und werden reicher, während wir täglich von einer repressiven Regierung beleidigt werden und unsere Einkommen weiter sinken? Putin braucht keine neutrale Ukraine. Er braucht eine gescheiterte Ukraine. Sein Wunsch, eine zu schaffen, nicht eine mythische NATO-Bedrohung abzuwehren, ist das, worum es bei dieser Invasion geht. Abgesehen von dem Versprechen, dass sich die Ukraine nicht militärisch mit dem Westen verbündet, wird Russland die Entmilitarisierung seines Nachbarn fordern, das heißt, die Abrüstung, die der Ukraine eine Rumpfarmee ohne moderne Waffen bescheren wird. Putin wird auch die Anerkennung der Krim als Teil Russlands und von Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten verlangen, in Wirklichkeit russische Protektorate innerhalb der Ukraine. Bisher hat sich Selenskyj gegen diese Angriffe auf die Souveränität seines Landes gewehrt, indem er eine 15-jährige Verhandlungsperiode über die Krim vorgeschlagen und darauf bestanden hat, den Status von Donetsk und Luhansk direkt mit Putin zu besprechen. Aber wie lange kann der ukrainische Präsident durchhalten, während russische Invasoren weiterhin ukrainische Zivilisten töten und die Städte seines Landes zerstören? Und wie lange dauert es, bis der Westen beginnt, den ukrainischen Präsidenten sanft oder auf andere Weise zu einer Einigung zu drängen? Der demokratische Westen will vor allem Frieden, während Putin den Sieg braucht. Er ist sich dieser grundlegenden Diskrepanz zwischen den Zielen Moskaus und denen der westlichen Unterstützer der Ukraine bewusst.
Das ist zu seinem enormen Vorteil. Er weiß, dass die Zeit auf seiner Seite ist. Darüber hinaus wird Moskau wie bei den Verhandlungen über das Minsk-Abkommen, das der Ukraine aufgezwungen wurde, nachdem das russische Militär und seine Donbass-Stellvertreter die ukrainischen Streitkräfte 2015 besiegt hatten, darauf bestehen, dass die Ukraine die Verpflichtungen aus den Friedensabkommen erfüllt, bevor Russland seinen Teil des Abkommens umsetzt. Aber nachdem Moskau bisher jede internationale Vermittlung abgelehnt hat, wer wird zum Beispiel den Abzug russischer Truppen aus der Ukraine bescheinigen? Wenn Moskaus Verhalten in der Vergangenheit ein Hinweis darauf ist, wird Putin mit ziemlicher Sicherheit darauf bestehen, eine unbestimmte Anzahl von Truppen als Friedenstruppen und Verteidiger seiner Enklaven Donetsk und Luhansk zu behalten, sowie seine Friedenstruppen Kontingente weiterhin die de facto Protektorate bewachen. Russland hat sich in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken niedergelassen. Transnistrien in Moldawien, Südossetien und Abchasien in Georgien. Elliot Eckermann, der 3:1 Vorteil der Ukraine. Und vor allem, wer garantiert Russlands Einhaltung, oder erzwingt es, wenn es sein muss? Zelenskys Wunschliste potenzieller Vollstrecker umfasste Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Israel, Polen und die Türkei. Doch angesichts der Wildheit und Hingabe, die Russland gezeigt hat, zusammen mit Putins Drohung, jede Intervention mit einer Reaktion zu beantworten, wie sie es in der Geschichte noch nie gesehen haben, ein transparenter Hinweis auf den Einsatz von Atomwaffen, haben diese Länder bestenfalls lauwarm reagiert zu Zelensky's Einladung, gegen Russland in den Krieg zu ziehen, wenn es ein Friedensabkommen mit der Ukraine verletzt. Gibt es Zweifel, dass Russland ohne eine internationale Sicherheitsgarantie für die Ukraine ein Friedensabkommen als das Recht interpretieren wird, sich aggressiv in die Politik der Ukraine einzumischen und zu versuchen, die ukrainische Wirtschaft auf Russland umzulenken? Die Invasion mit ihrem mutwilligen Angriff auf ukrainische Städte und Industriestandorte und dem Massaker an Ukrainern ist wahrscheinlich nur der erste Schritt in Putins langfristiger systematischer Demoralisierung und Verwüstung seines Nachbarn. Das ultimative Ziel ist es, das Land der russischen Kontrolle zu unterwerfen. Natürlich scheint ein Waffenstillstand, der Russlands barbarischen Angriff stoppt, fast jedes Zugeständnis wert zu sein, das Moskau Kiew aufzwingt. Aber der Westen sollte aufhören, sich der falschen Hoffnung einer Finnlandisierung hinzugeben und den potenziellen Waffenstillstand als das sehen, was er ist. Kein dauerhafter Frieden, der einen Großteil der Unabhängigkeit der Ukraine bewahren würde, sondern nur ein vorübergehender Waffenstillstand in Putins langem Krieg, um ihn zu beenden, souveräne Ukraine. Die Anerkennung dieser Realität ist wesentlich, um diesen Plan zu vereiteln.